Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Forest. Und ja, als ich gerade gesehen habe, dass auch nach 3 Tagen die Welt noch lädt, muss ich sagen, habe ich mich schon ein wenig gefreut. Das Problem ist, dass wahrscheinlich alles, was wir in der letzten Folge gemacht haben, umsonst war, glaube ich, weil wir nicht schlafen gegangen sind. Ich weiß es aber gar nicht mehr genau. Dann müsste ich mir mein Video nochmal angucken. Aber da hatte ich gerade keinen Bock drauf. So, die Bäume sind auch nicht neu gewachsen. Unsere kleine Lichtung ist hier noch leer. Das ist gut oder schlecht. Hat Vor- und Nachteile. Zuerst habe ich Hunger, muss ich sagen. Deswegen werde ich mir erstmal ein Lizard machen. Einen netten kleinen Leguan. Nein! Nein! Oha! Fuck, ich hab meine. Warum bin ich so dumm? Ohne Spaß, ich habe meine ganze Rüstung verbrannt. Nur weil ich da um so ein Feuer gerannt bin, wie so ein Bescheuerter, ey. Och nee, echt, das ist so unnötig. Ja, ich kann keine mehr nehmen, habe ich kapiert. Ich weiß gar nicht, was wir bauen sollen, ohne Spaß jetzt mal. Warum steht der hier? Hier war kein Baum. Bin ich mir 100% sicher. Ey, wir brauchen noch so ein Leguan wieder. Den verfolgen wir, Leute. Ich kann seine Spuren lesen. Ich habe das Gefühl, er ist hier lang gerannt. Ich sehe es. Er muss hier den Berg hochgerannt sein. Da hat sich was bewegt. Da ist er. Den holen wir uns. Oh nein, es wird dunkel. Oh, jetzt können wir uns hier die Platinen. Oh, hier ist er. Nice. Haben wir schon mal immerhin 2 Rüstungspunkte. Jetzt wird es nur minimal dunkel. Ich sehe einfach mal gar nichts. Was ist das? Das soll die Sonne sein, hoffe ich mal. Ja, ist die Sonne. Ich möchte gerne wieder nach da unten. Alter. Junge. Warum? Hä? Ich verstehe gerade nicht so richtig. Alter, ich bin voll verwirrt in der Aufnahme, ohne Spaß jetzt mal. Boah. Ja, aber ist egal, ich brauche eine neue Aufnahme in The Forest und jetzt versuche ich wieder ganz normal reinzukommen, Leute. Guck mal, wir haben ja einen Hasen nach unten getrieben mit unserer Hetzjagd. Gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal pennen. Weil hier, so kann man ja nicht aufnehmen. Das geht ja gar nicht klar. Oder wir verbringen einfach mal eine Nacht in unserer kleinen Hütte hier unten. Warte, was wir uns machen können, ist doch hier, damit unser Lager ein bisschen ausgeleuchtet ist, ne? Hier hinten an unsere Bank. Kommt so ein schönes. Jetzt fehlen Stöcke. Aber wir haben welche in unserem Lager, das noch nicht fertig ist, weil die letzte Folge nicht gespeichert wurde. Gut. Wir brauchen Stöcker. Hi. Hier ist keiner, aber ich sag Hi. Oh, hier sind Stöcker. Aber wir brauchen mehr. Ich würde jetzt gerne schon so ein paar Fackeln machen. Machen. Hier liegen ein paar. Ich sehe auch gar nicht, ob Ureinwohner in der Nähe sind oder so. Gut, jetzt haben wir anscheinend genug. Can't carry anymore. Gut, dann zünden wir auch natürlich hier draußen die Fackel an. Wunderbar. Sehr gut, sehr gut.
Jetzt bauen wir hier die Fackel zu Ende. Machen die natürlich auch an. Sonst wäre es ja witzlos. Haha, lustig, ne? Dann machen wir hier eine Fackel hin. Steine haben wir hier genug rumliegen. So. Sehr gut. Und schon haben wir ein helles Lager. Das finde ich toll. Dass wir sowas Schönes hier erreichen. Können wir hier ein paar? Ne, können wir nicht. Ach komm, scheiß drauf. Lassen wir jetzt so. Gut. Was machen wir dann? Dann planen wir weiter, würde ich mal sagen. Traps haben wir letztes Mal geplant. Das stimmt. Ne, genau, die wollten wir hier hinbauen. Ach, weil, wisst ihr... Soll ich die hier hinbauen? Ja, jetzt müsste das funktionieren. Gut. Was können wir sonst noch bauen? So eine wollte ich schon immer mal haben. Die würde ich mir dann nicht ins Feuer rennen. Die würde ich mir dann hier hinstellen. Genau. Ja, sonst noch was? Sonst eigentlich nichts, ne? Aber wie der Mond da unten steht. Komm, wir machen jetzt mal. Gehen jetzt mal bei Nacht raus, Leute. Das ist mutig, mutig. Ich hoffe, ich sitze überhaupt noch richtig so auf einer Webcam. Ich brauche unbedingt einen zweiten Bildschirm, ey, ohne Spaß. Wehe, wenn ich schon wieder zu weit nach unten saß. Dass hier draußen keiner wartet, wundert mich. Mir gefällt das, was wir hier gebaut haben, ziemlich gut, muss ich sagen. Ja. Ich finde, das kann sich sehen lassen. Und damit wir jetzt auch produktiv weitermachen und nicht hier nur so ein bisschen atmosphärisch rumlabern. Mit atmosphärisch habe ich gesagt, weil es ja jetzt nachts ist und das macht das Spiel dann so ein bisschen mehr The Forest-haftiger, wenn ihr versteht, was ich meine. Damit wir weiter produktiv sind, gehen wir jetzt pennen. Nachtchen. So, das sieht doch schon besser aus. Jetzt können wir hier weiterarbeiten. Wir haben unser Lager hier schon mal beleuchtet. Das wird irgendwann auch mal wichtig sein, vielleicht. Wenn die sich trauen und wenn die schaffen, hier runterzukommen. Was ich gar nicht denke. Aber einfach, damit ich da unten ein bisschen heller habe. In der Aufnahme ist es sowieso manchmal ziemlich praktisch. So. Dann holen wir uns doch direkt den Baum hier für die Fallen. Und natürlich für unser neues Haus. Mal gucken, ob wir das fertig kriegen bis zur neuen Version. Ich habe schon wieder vergessen, mein Time... Leute. Ich verpeile es einfach immer wieder. Waren das schon 10 Minuten? Ich mache mal bis 52 und guck, wie viel das dann war. Ich brauche einen zweiten Bildschirm. Das ist mir so wichtig im Moment. Ja.
denke mal, für so einen werde ich dann wohl mal sparen. Dann kann ich da alles so schön überblicken, so, ne, wie ich gerade aussehe und wie lange ich aufnehme und ja, noch viele andere tolle Dinge. Wie viel mein Prozessor gerade arbeitet und ob mein Arbeitsspeicher wie der belastet ist. Das wird bestimmt toll. Und ich kann auch nebenbei im Internet gucken Sachen. Ich hoffe mal, alles sammelt sich so da unten. Das sieht so aus, als würde es da unten sammeln, das ist gut. Den holen wir hier auch noch. Aber hier liegt teilweise auch noch was rum, aber das kriegen wir nachher runter. Ich hoffe mal, der fällt nach unten. So. Na, Fall, komm. Wow. Da mussten wir kurz mal springen, warum auch immer. So, hier liegen noch zwei drauf, die ich mir jetzt hier natürlich hole und mal versuche, die einfach da runter zu schmeißen. Das wäre doch cool, wenn das klappen würde, oder? Ich will nicht da drauf gehen, sonst... Ja, genau so. Komm, geh mal da runter. Na los. Ja, genau, der eine macht's hier vor. Und der rutscht jetzt auch bestimmt nach. What the fuck? Ich glaube, man hat gesehen, wie ich mich so ein wenig erschrocken habe bei dem Geräusch. Hier oben liegen doch, glaube ich, auch noch irgendwo welche, ne? Ne, sind die alle runtergerollt? Das ist cool. So, jetzt räumen wir hier ein bisschen weiter auf. Da unten ist ja eine minimale Holzlagerstelle gerade. Da liegt noch einer, ne? Hätte ich auch gerne noch. Wie viel Holz hier einfach mal rumliegt, ey. Richtig geil. Da können wir direkt gut bauen. Erstmal natürlich die kleinere Baustelle, hier unsere Falle, damit wir die schon mal fertig haben. Außerdem ist ja das Haus sowieso eigentlich unnötig, aber wir haben dann schon mal ein Haus gebaut. Was ich persönlich ziemlich mag, wenn ihr euch fragt, was ich mache, ich hole gerade ein paar Stöcker. Wenn man immer mal welche auf der Hand hat. Ich weiß, dass da oben viele waren. Hier irgendwo. Ja, hier genau. So, das reicht doch schon. Und jetzt können wir weiter Holz holen. Eins, Alter, wie viel Holz hier rum liegt. Das ist geilo. Weil die Falle ist dann schon mal fertig. Wir gehen dann immer ins Wasser, aber die Ureinwohner, die sind jetzt zu dumm, um durchs Wasser zu gehen. Wisst ihr ja alles, so. Genau, die ist scharf gestellt. Und jetzt können wir auch schon anfangen hier mit unserer Holzhütte. Das kann was werden. Wir setzen uns einmal kurz hier auf die Bank, um zu gucken, ob das auch wirklich funktioniert. Ja, die Energie fühlt sich ganz, ganz langsam auf. Macht ja nichts, Hauptsache sie macht es. Also sie füllt sich auf. So, wir müssen jetzt hier durchs Wasser schwimmen. Genau. Damit unsere Falle auch aktiv bleibt. Und ihren Zweck erfüllen kann. So. Na, will auch nur das Holz haben. So. Ja, das wird echt cool. Jetzt fängt es natürlich an zu gewittern, dann gehen hier unsere ganzen Fackeln aus, aber es macht ja gar nichts. So, weiter geht's. Ist natürlich auch ein bisschen nervig, aber das Feuer ist ja jetzt sowieso ausgegangen. Jetzt können wir auch immer durch den Ein- und Ausgang gehen.
Die Fackeln scheinen länger zu brennen. Das ist cool. Das ist echt cool. Bis 52, das wären noch 4 Minuten. Ich weiß nicht, ob das passt. Ich guck mal nach. Ich werde auf jeden Fall danach hier direkt im Anschluss noch eine Folge aufnehmen. Damit ich einfach was habe, was ich dann... Oh, hier liegen ja auch noch ganz viele. Was ich dann rendern kann und so. Ja, genau. Leute, bald sind schon wieder Herbstferien, ne? Irgendwie in einem Monat oder so. Ja, weniger als einen Monat ja schon. 20 Tage nur noch oder so. Das ist ja geil. Dann sind wir eine Woche... also eine Woche ist keiner von uns da. Aber das macht ja nichts. Wir werden vorproduzieren. Ja, genau. Flo und ich sind auf Norderney. Tobi ist in den USA. Schüleraustausch und so. Ist da Bescheid. Und ja. Da werden wir erstmal schön vorproduzieren. Natürlich auch The Forest. Ich hoffe, ich schaffe das alles. Weil mit der Facecam und so ist das jetzt natürlich alles mehr Renderarbeit. Und ja. Aber ich denke, das kriegen wir alles gut hin. Weil ich werde jetzt schon früh im Voraus aufnehmen, damit ich alle Zeit der Welt habe dafür, das zu rendern und so weiter. Ihr kennt das ja. Ja, wir müssen schon wieder was essen. Komm, mach an hier. Tu drauf das Ding. Mach mal hier ein bisschen Feuer an. Komm, gib Gas. Wir müssen noch 70 Baumstämme, 10 haben wir schon dran gehauen. Ist ja nur noch das Siebenfache. Es geht ja rucki-zucki. Ja, wenn wir das fertig haben, dann bin ich echt schon ziemlich stolz, was wir hier geleistet haben. So viel haben wir noch nie geschafft. Und vor allem, wir leben erst 3 Folgen in dieser Welt. Und das Haus möchte ich auf jeden Fall fertig kriegen. Also wenn mir das gelöscht wird, na, dann raste ich hier aus. Ohne Spaß. Ich möchte einfach mal lange in einer The Forest Welt spielen. Um dann auch so richtig den ganzen Geschmack des Spiels auszunutzen. Um dann mal in eine Höhle zu gehen. Weil wir dann ja auch mit der Zeit besseres Equip kriegen. Wir gehen ja auch noch erforschen und so. Leute, wenn wir das hier schaffen, also wenn das Spiel es schafft, dass das hier alles schön gespeichert wird, dann, sag ich, werden wir hier sehr lange überleben. So, ich glaube, wir müssen neues Holz holen. Na, geh da durch. Gott. Zack. Okay, was machen wir? Welchen Baum holzen wir denn ab? Den hier, würde ich sagen. Da wird alles schön runterfallen und wir kriegen hier noch unsere Lichtung freier. Heißt mehr Überblick. Gut, einen Baum haben wir wieder. Hier, den nehmen wir auch noch direkt mit. Na. So, sehr gut. Achso, meine Tür ist auf, ne? Oh, das habe ich ganz vergessen. Die zuzumachen. Aber macht ja gar nichts, würde ich sagen. So. Gut. Das rollt alles wieder schön darunter. Hoffe ich doch, oder? Ne, ich glaube, die fallen alle nach da. Jawohl. Das ist nicht so geil. Geh mal da runter, bitte. Hier auch mal da runter, bitte. Du auch. Da runter. Und jetzt können wir weiterarbeiten. Ah, die müssen auch noch alle runter. So, runter. Es ist 52. Ich gucke eben nach, wie lange die Folge schon geht. Ja, mache ich schon mal eben. So, wir minimieren.
und gucken und sehen, dass die Folge genau 20 Minuten lang ist. Und hier wurde die jetzt wahrscheinlich in der Aufnahme kurz unterbrochen, aber jetzt sind wir wieder da. Und ja, deswegen würde ich sagen, Leute, wenn das Video euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ich gehe eben runter und ich werde das Spiel in der Zeit nicht beenden, muss ich dazu sagen. Deswegen gehe ich eben kurz hier rein und chill. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, ja, macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.